Also ich habe erstmal ein Experiment mit Ihnen vor. Wenn ich schon mal so viele Leute hier vor mir habe, dann ein kleines Experiment. Und zwar würde ich jetzt einen Satz sagen, der besteht nur aus 3 Worten und Sie versuchen möglichst authentisch darauf zu reagieren. Ich bin Mathe-Prof. Ja. Ha, genau. Schon, ich bin diese Reaktion gewöhnt. Also ich bin tatsächlich Mathe-Prof. Das war ein wahrer Satz. Leider kann man sagen. Es ist so, dass 98%, das deckt sich wieder genau mit meiner Privatstatistik, reagieren mit einer Mischung aus Desinteresse und blankem Entsetzen. Und die restlichen 2%, von denen hört man immer hier nichts, die gibt es hier schon auch im Raum und auf die baue ich. Also ich zähle auf euch. Ja. Also im Hörsaal ist die Quote etwas besser, aber da ist auch so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis natürlich da. Im Hörsaal habe ich ein ganz anderes Problem, nämlich im Hörsaal kriege ich oft den Satz zu hören, wofür braucht man das eigentlich? Und dieser Satz hat gegipfelt, dass ich im letzten Semester 2-mal, und das ist jetzt kein Witz, gehört habe, die Frage, wofür braucht man das beim Aldi an der Kasse? Und wenn ich so einen Satz nie mehr hören möchte, habe ich ein Lied geschrieben, in dem ich zeige, dass man höhere Mathematik sehr wohl auch beim Aldi an der Kasse braucht. Dieses Lied habe ich in 2 Teile geteilt und in beiden Teilen habe ich auch Namen gegeben und zwar heißen die Teile A und B. Also das machen Mathematiker gern. Sie nennen Dinge A und B, manchmal auch Alpha und Beta oder so. Also wem von Ihnen, von den 98%, bis jetzt schon zu kompliziert war, da würde ich dann im Lied nochmal darauf hinweisen, wann der Teil A in den Teil B geht. An meiner Mauer, da gibt's denn Aldi, wo man all die tollen Dinge kaufen kann, die man so für den Alltag braucht. Ich wähle von Paprika und Sahne, auch von Klopapier, Banane, Eier, Käse, Butter, Milch und Lauch. Ja, es tut mir leid, dass ich das Lied schon so früh unterbrechen muss, aber aus werberechtlichen Gründen muss ich eine Strophe einflicken. Die entspricht zwar nicht der Wahrheit, aber ich muss sie singen, sonst muss ich Strafe zahlen. An meinem Ort gibt es auch einen Rewe, einen Kaufmann, einen Lidl, einen Penny, einen Norma gibt es auch. Die Brett heißt Hammer und sie sieht auch Hammer aus. Lange Beine, tolle Brüste, Haare kraus. Sie joggt beim Aldi, doch sie träumt vom großen Geld. Sie will Model werden, reisen um die Welt. 15 Meter geradeaus gehen, das ist ihr Ding. In der Kasse macht Gedanken schon bling bling. Unser schöner Hans schaut ganz kurz zu den Kassen. Doch was er da sieht, kann er partout nicht fassen. Denn diese Frau da an der Kasse ist ein Obermega-Hit. Sie erinnern sich, das ist die Kasse Bettler mit der Brett. Ach, so greift er sich den Milch und stellt sich an der Kasse an. Es geht ganz schön lang, doch einer noch, dann endlich ist er dran. Schließlich steht er vor, er weiß nicht, was er sagen soll. Da tickt's von hinten an die Schulter. Mensch, doch Hansi, das ist ja toll, dass ich dich hier treffe beim Aldi an der Kasse. Das gibt's ja nicht. Der schöne Hansi dreht sich um, da steht doch Pickelfred. Der Pickelfred, der heißt im wahren Leben Ferdinand Brandt. Doch wird er seit der 8. Klasse nur noch Pickelfred genannt. Jeder, der die beiden hier zusammenzieht, der wird sich fragen, was verbindet so zwei Menschen eigentlich? Ich werd's jetzt sagen. Dadurch integriert, dass man einfach nur das X und dann jetzt muss substituiert. So entsteht in einer 1 plus dann jetzt U, das hoch 2. Differenziert man nichts davon, jetzt das gleiche 1 mal 2. Also kürzen sich die beiden S bei Integral U. Das hier U, so macht man einfach U minus 1 und X dazu. Und das ist doch schon die Lösung, also August dann jetzt X. Wieder ist das schnell mal liegen bei Hans. Der Hans sagt nichts. Und als Moral sage ich euch jetzt mal was. Mathe kann man stets gebrauchen, auch beim Aldi an der Kasse. Ich glaube, mal anfangen. Einst saß ich vor dem Zweifel mit einem Stück Treibleskuchen an meinem Klang. Und dachte für 5 Minuten über mein Leben nach. Immerhin hatte ich diese Woche erst 42 mal 6 gemacht.